über den armen Motze, weil er unten flach ist. Der hat genau dieselbe Breite hier und ist genau selbst flach hier wie ein ganz normaler Standard-Truggy. Und hier ist der Beweis. Das ist ein Hongno X1 CRT. Der CRT, der ist 15 Jahre alt, das Ding. Und der Chassis ist gerade so breit wie den vom Armer, ist gerade so flach. Und ich habe hier dieselbe Bodenfreiheit wie in Arman Nero. Und das Ding kann ich noch raufschrauben. Kann ich noch höher machen. Und der nur ein bisschen. Also der kommt auf jeden Fall mal hoch. Und ich will euch noch mal was zeigen. Ich habe ein paar Räder bereits gemacht. Habe auch schon die Räder hier abgeschraubt. Also zwei davon. Ja. Und ich will euch noch mal zeigen, wie das Ding mit größeren Rädern aussieht. Ich mache jetzt nur mal ein einziges Rad, damit man von der Seite sehen kann, wie es aussieht. Also, da haben wir Lewis MT Rocket oder Duratrax von mir aus. Gibt es natürlich mit Monster-Profil für, also das ist jetzt ein Straßenprofil, sieht wie eine Walze aus. Also passt von der Seite gut, von vorne ein bisschen komisch vielleicht. Aber nicht so schlecht. Der hat ein halber Offset. Heißt, dass ich ganz sicher mal Uphills oder Cyclone montieren werde. Ja, ich weiß, die Reifen sind schwer und Ballonen viel, aber ich fahre ja mit dem Ding nicht so wild rum. Der hat originale 15-10er Ritzel drauf, gibt es optionale 17er mit. Aber ich mache mit dem Ding keine Speedruns. Die sind ja schon alle auf YouTube, ihr könnt sehen, wie es aussieht. Proline Masher ist ein bisschen kleiner. Natürlich ist jetzt der umgekehrt montiert und von der Breite sieht es dann gewaltig aus. Für mich ein bisschen zu flach. Und wie ihr seht, sind die Proline innerkant sehr satt gebaut. Das ist auch ganz gut. Excel Yeti Reifen ohne Offset. Von der Seite sieht es. Ja, sieht doch mal gut aus. Von vorn ein bisschen komisch. Die Räder sind jetzt mal fast zu groß. Also für mich. Ne? Proline Trencher. Nicht die X-Version, die normale Version. Ohne Offset. Ist dann viel schmaler. Sieht auch nicht schlecht aus. Und von vorne ein bisschen zu schmal vielleicht. Weil die Räder mehr an die Karre kommen. Heißt mehr Probleme im Lenken. Und hier meine zwei Lieblinge, also einen von den zwei Sorten mache ich jetzt wahrscheinlich mal drauf. Das ist ein Proline Moab auf eine Welt, also WELD Felge. Die sind mit 23 mm. Gibt es aber Adapter für auf 17. Die haben Metall Bedlocks. Die Reifen kann man abmontieren, wie man will. Die halten auch was aus. Der Antriebsstrang vom Arma ist auch ziemlich solide, deswegen mache ich wahrscheinlich die Räder drauf. Mit dem Zusatzgewicht hier. Die sind ungefähr 80 Gramm schwer wie die Prolines. Bleibt dann vielleicht die Karre mehr am Boden. Die Originalräder sind relativ leicht. Das gefällt mir sehr und was mich am meisten gefällt, sind Proline Rock Rage auf Traxxas Felgen. Keine Angst, ich habe die Felge modifiziert, damit sie drauf geht. Und das gefällt mir sehr. Die Proline Rock Rage auf dem Arma Neo. Stoßdämpfer aufgestellt und dann gibt es eine anständige Bodenfreiheit. Von mir aus muss mindestens meine Faust runter. Und das passt dem gut. Das sieht sehr gut aus. Jungs. Damit wird das Ding auch ein Monster Truck sein. Sagt mir mal, was ihr darüber denkt. Ah, hier habe ich noch was vergessen. Natürlich, die Platte, die flach ist, ist mehr fürs Krabbeln gedacht. Und die Platte ist mehr gedacht für die, die schneller fahren. Ganz gut gemacht hier. Die haben einen Windkanal reingebaut. Das heißt, Luft kommt hier unten rein an den Motor, der liegt hier. Die Luft von der anderen Seite wirbelt dann die Luft, die hier kommt, um den Motor rum.
Das funktioniert auch effektiv. Ich habe es probiert mit Luftdruck. Also die Luft geht schön um den Motor und die Hitze hier rauszubringen. Das ist ein vorbildliches Aufbau. Hätten wir gerne auf mehr Karren. Also ich sage euch mal bis bald. Ich habe sicher mal vieles vergessen, was ich auf Französisch gesehen habe. Da kommt mir was schon ein. Arma hat hier, damit man die Batterie nicht beschädigt, Schaumstoff reingemacht. Unten. Weil die Batterien liegen ja hier in so einem Wespennest, wenn man das so sagt, französisch. Aber oben ist nichts vorgesehen. Das heißt, die Softcase hier ritzen ganz einfach sich die den Schwingschlauch hier. Ist ja nur so dünn Plastik. Der reißt sich hier sehr wahrscheinlich mal, wenn die Batterie sich ein bisschen bewegt oder rüttelt, wird das dann beschädigt an der Batterie. Also denkt dran, oben auch ein bisschen was Schaumstoff reinzumachen. Ich mache jetzt dies nicht drauf, weil viele haben es ja schon gemacht, wie gesagt. Die Video gibt es bei RC German Playground. Und ist zufrieden mit, was da Öl drin ist und alles, also mache ich jetzt nicht diese aus. Und ich habe es ja auch gern mal, wenn ich den Truck original fahre, sehen, was da passiert. Und erst dann, wenn ich reparieren muss, kann ich dann sehen, was da passiert ist. Ob es dann original gut war oder nicht. Ich freue mich auf das Fahren mit dem Ding. Und freue mich auf eure Kommentare. Jungs, bis bald. Tschüss zusammen. Und denkt daran, erste-raceshop.de, das ist eine Gratis-Werbung. Ich habe die Karre bezahlt, ich habe die Rechnung hier, ich habe nichts umsonst gekriegt. Weil das Problem ist ja, ihr habt es ja gesehen mit einem gewisser YouTuber, wenn man das Zeugs kriegt, das ist immer gut. Sonst kriegt man, weil wenn man sagt, es sei nicht gut, dann kriegt man ja nichts mehr. Ich habe gesehen, ich habe ja schon ein paar Sachen gemotzt hier und bin noch nicht mal mit der Karre gefahren. Natürlich, wenn man fährt, vergisst man das alles, ist man zufrieden mit, bis das natürlich bricht. Und hier, das ist wirklich nicht gut, das bricht garantiert hier, was hier passiert mit dem Stoßdämpfer hier. Ich habe es gesehen, aber ich mache sicher mal was, dass es nicht so passiert. Diesmal sind wir am Ende. Tschüss.